Haben Sie auch in diesem Kanzlerduell dann? Ich habe damit gerechnet nach den letzten 14 Tagen, weil wenn man die Themen der AfD in den Mittelpunkt seiner eigenen Kommunikation stellt, so wie es die SPD gemacht hat oder auch andere Parteien, dann muss man sich nicht wundern, dass die dann Wähler das Original aus deren Sicht wählen. Denn gerade die Menschen, die vielleicht unzufrieden waren mit der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel oder das Thema Gerechtigkeit anders empfunden haben, als die Zahlen in der Gesellschaft hergeben, wählen dann aus deren Sicht dann lieber das Original als vielleicht nur eine Kopie oder etwas Relativierendes an der Stelle. Deswegen muss man sich auch Gedanken machen, alle Beteiligten, auch wir als Union, ich will da nicht nur den Finger auf andere zeigen, ob wir da immer alles richtig gemacht haben. AfD nervt, die stinkt. Also echt jetzt, ich finde, dass die AfD viel zu stark ist. Ich glaube, die wird sich in den nächsten 4 Jahren demaskieren. Ich habe auch das Gefühl, auch gerade im Gespräch mit vielen Bürgern, dass die Leute sich das Wahlprogramm gar nicht angeguckt haben, sondern die haben einfach AfD gewählt aus Prinzip. Und die nächsten 4 Jahre müssen die aber liefern. Ja? Da geht es nicht mehr, sich nur hinter irgendwelchen Parolen zu verstecken, sondern da geht es um knallharte Inhalte. Und ich glaube, die haben die einfach nicht so richtig. Und ich bin gespannt, was kommt. Mir ist wichtig, dass man die ernst nimmt, weil gerade 13,5% oder wie viel es nachher sind ein Ergebnis, was auch alle demokratischen Parteien wachrüttelt. Trotz allem, ich liebe unser buntes und tolerantes Leben. Ich liebe diese wahnsinnige Freiheit und da haben irgendwelche Rechten keinen Platz. Das zeigt uns, glaube ich, erst einmal, dass wir uns kümmern müssen um die vielen Menschen, die Sorgen um ihre Zukunft haben und sich flüchten in eine solche Partei. Anders ist das, glaube ich, nicht zu verstehen. Dieser Nationalismus, diesem Fremdenfeindlichkeit, der muss man sich entgegenstellen. Die AfD muss einmal sagen, ob sie eigentlich in der Tradition sich sieht dessen, was in den dunklen 12 Jahren in Deutschland passiert ist, oder ob, wenn nicht, dann sollen sie sich klar von den Nazis abgrenzen. Ich finde das sehr bedenklich, weil man hat in den letzten Wochen gemerkt, dass sie ganz offen die rassistische und völkische Karte gezogen haben. Sie haben ja gar kein Blatt mehr vor den Mund genommen und sie sind dafür gewählt worden. Das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen und dann muss man auch mal gucken, warum ist das in unserem Land so und wie verschärft sich das Klima, weil die CDU/CSU ist ja auf den Zug auch aufgesprungen, zumindest die CSU. Es hat ihnen nichts genützt. Das muss man einfach mal festhalten. Da muss sich auch die Union was anderes überlegen. Man muss die Menschen erreichen. Man muss genau hinschauen, warum die Wählerinnen und Wähler die AfD gewählt haben, weil das sind nicht alles Rechtsradikale. Die Funktionäre der AfD, das sind Rechtsradikale, zum Teil auch Nazis, aber doch nicht die Wähler zum großen Teil, sondern die haben aus Sorgen, die die großen Volksparteien offensichtlich nicht richtig angesprochen haben, sich die Antwort gegeben bei der Wahlentscheidung, zu sagen, ich will jetzt mal Protest, aus welchen Gründen auch immer an der Stelle. Und das muss in den Mittelpunkt gestellt werden und nicht, ob ich jetzt die AfD 4 Jahre lang irgendwie bekämpfe und das als Strategie meiner politischen Arbeit im Parlament mache, sondern ich muss mich um die Sorgen und Nöte der Menschen kümmern.